Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kochen mit Zuschauern. Das Format, bei dem wir zu euch kommen, mit euch abhängen, mit euch chillen, euch kennenlernen und natürlich auch kochen und essen. Und ja, erstmal stabilen Kuss und stabiles Dankeschön für 50.000 Abonnenten. Ja, einfach stabil. Und auch krasse Resonanz für das Format selbst. Also cool, dass ihr euch alle meldet, cool, dass ihr alle Bock habt mitzumachen. Wir sind im Moment noch ein bisschen nach Wien eingeschränkt. Ja, aber die Betonung liegt auch noch. Das heißt, früher oder später werden wir auch weitere Trips auf uns nehmen. Bedeutet, wir kommen auch nach Deutschland. Habt noch ein bisschen Geduld. Ich freue mich auf jeden Fall krass, so mit so vielen wie möglich mit euch zu connecten. In der heutigen Folge, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, welche Folge 4 ist, haben wir die liebe Vanessa am Start. Und Vanessa meinte, sie wird uns ein krankes Menü zaubern. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Käsespätzle geben wird und ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Deswegen gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr die Idee feiert. Wenn ihr, gebt einfach einen Daumen nach oben, Freunde. Und ansonsten, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, drückt den Abo-Button, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und vor allem, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn ihr Bock habt mitzumachen, schreibt einen Kommentar oder meldet euch bei mir direkt auf Instagram. Und jetzt viel Spaß mit Kochen mit Zuschauern, Volume 4 mit Vanessa. Hi, ich bin die Vanessa, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Wien und studiere Lehramt, Sport und Ernährung, koche sehr gerne und ich ernähre mich seit 10 Jahren vegetarisch und koche, was habe ich noch nicht gesagt? Und heute kochen wir Zimtschnecken und Käsespätzle. Das ist die Maggie. Hallo. Was geht? Wie geht's euch? Danke. Alles gut? Ja. Das ist für euch. Dankeschön. Danke, gern. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ja, voll, danke. Cool. Ja, gern. Und da hast du schon alles vorbereitet? Ja, das ist der Käse für die Käsespätzle. Spätzle? Wir haben eben Bergkäse genommen. Und das Rezept hast du von wem? Selber entwickelt? Selber, ja. Weil ich koche meistens ohne Rezept. Okay. Koch-Naturtalent. Und hier ist der Teig, darf ich einmal hochheben? Ja, sicher. Teig für die Zimtschnecken schon. Boah, das ist schon gut aufgegangen. Mhm. Das ist für den Salat, nehme ich an. Genau, für den Salat. Da haben wir ein frisches Nussbrot gekauft heute. Das servieren wir für die Vorspeise, können wir dann hier auch cool rausnehmen. Genau. Dann legen wir los. Kann ich irgendwas helfen? Oder? Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, wir machen das ein bisschen Freestyle. Wir machen einfach einen Rucola-Salat und füllen dann diese Rucola, diese Parmesanschalen. Ich bin gespannt, ich habe das noch nie gegessen mit dem Parmesan. Es ist so, dass man in dem reibt und dann auf ein Backblech gibt, bis er eben flüssig ist. Dann schneidet man das eben so aus und legt es irgendwo rein. Mhm. Oder man kann es aber auch irgendwo drüber legen. Ja, da machst du den Salat dann. Genau, das kann man dann eben da von dem Papier lösen. Und dann kann man den Salat da hineingeben. Voll Parmesan und Rucola-Salat. Voll. Und den kann man dann halt einfach auch essen. Du musst dich ganz kurz auch kurz vorstellen. Du kannst nicht durchs Video gehen und... Sag mal kurz, wie du heißt. Nur ganz kurz. Die Maggie. Okay, das reicht schon. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass die Maggie auch am Start ist. Da müssen alle da rein sein. Viele von euch. Na, ich. Ach so, gleich. Okay. Da kochst du immer für die Wohnung, oder? Ja, also in Quarantäne vor allem habe ich wirklich jeden Tag gekocht. Ich profitiere davon. Das ist auch schön. Das Messer ist sauscharf. Ja, voll, wir haben. Die Vanessa arbeitet in der L'Authentico Pizzeria. Das ist eine der besten Pizzerien in Wien und ich war auch schon oft dort im 19. Bezirk. Super Laden. Aber machst du auch die Pizzen, oder? Nein, nein, okay. Also aber da kann man viel Pizza essen, das ist gut. Ja, das ist praktisch, ja. Die Würfelmozzarella kommt auch noch dazu für den Salat. Da sind auf jeden Fall ausreichlich Tomaten drin, das sollte reichen. Jetzt geben wir da noch ein bisschen Rucola rein. Rucola kommt da rein. Bisschen Basilikum geschnitten. Was ist das eigentlich? Genau, das ist was wir so vorhaben in naher Zukunft. Spendieren wollt ihr? Ja. Nice. Genau, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Genau, wegen der Pizza. Nice. Genau, und da habe ich jetzt diese neue Pizza-Challenge da gesehen online. Die habe ich übrigens auch gesehen. Das ist mit diesem Meter, oder? Ja, das ist easy, glaube ich. Also ich habe, das ist eine Meter-Pizza. Und die ist auch nicht nur, die ist halt auch richtig breit. Das ist nicht nur so, sondern die ist ja, halt auch... Ja, aber der Teig ist sehr dünn. Ich glaube schon, dass das geht. Nein, die war so groß. Ich habe sie gegessen. Ja? Ja. Fußballer, das schon? Also okay, gehen wir zusammen hin, dann schauen wir. Ja, passt. Passt, ist abgemacht. Ja, es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, ob ihr mit der Vanessa zusammen zur, wie heißt die, Totos Pizzeria gehen und die 1 Meter Pizza Challenge machen. Ja, wir geben auf jeden Fall mal Olivenöl rein, Balsamico, Salz, Pfeffer natürlich. Da seht ihr nochmal die... Kann man kleben. Jetzt aber Vorsicht, wir haben nur noch 2. Ja.
Nice, wunderschön. Wahnsinn. Walnussbrot, oder? Ja. Okay, das Rezept meintest du, hast du selbst entwickelt, oder? Genau, ich ist meistens so, dass ich einfach ohne Rezept koche. Ja, mega lecker. Urgut. Kann man nicht so viel falsch machen, oder? Naja, ich muss mal das mit dem Parmesan probieren jetzt gleich. Ja, voll. Das ist echt. Habe ich noch nie so gesehen. Geniale Idee. Ja. Kann man sich an der Seite immer so ein bisschen was abbröckeln und dann zusammen mit dem Salat essen. So, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir sind jetzt bei der Vanessa. Die Vorspeise ist ein Salat mit Büffelmozzarella in einer Rucola-Schale. Nein, Parmesan-Schale. Ah, Parmesan. Sorry. In einer Parmesanschale. Schaut mal, das ist so einfach geschmolzener Parmesan zu einer Schale. Okay, Vanessa, du bist Vegetarierin seit 10 Jahren. Ja. Wie kam es dazu und wieso? Ja, meine Eltern sind immer schon Vegetarier, auch schon seit 20 Jahren oder länger. Und deshalb habe ich halt schon als Kind sehr wenig Fleisch gegessen. Aber. Juckt es dich nicht oder ist es einfach wegen der Tiere? Oder? Nein, also mittlerweile muss ich sagen, mir schmeckt es nicht mehr. Mhm, also mich stört es auch nicht, das zuzubereiten. Und, aber ich bin jetzt nicht, also ich brauche es einfach wirklich nicht mehr. Okay, los geht's mit Kässpätzle. Ich sehe schon, dass das Ding, mit dem man die Spätzle dann Nockerlbrett. Kässpätzle macht halt niemand selber. Also ich habe das zuletzt bei meinen Eltern zu Hause gegessen und sonst halt im Restaurant. Aber dass es jemand selber macht, das Respekt auf jeden Fall. Also Mehl. Genau. Es besteht echt nur aus Mehl, Eiern und hoppala, völlig verkackt. Können wir das nochmal machen? Crunchy. Ja, voll. Das ist das mal jetzt um. Und je nachdem, wie die Konsistenz ist, gibt man dann eben noch Wasser dazu. Ja, eigentlich gar nicht so aufwendig. Gar nicht. Deswegen finde ich es eigentlich eh gescheit, wenn man es selber macht. Okay, Spätzle, ich freue mich. Zu flüssig ist einfach wieder ein bisschen Mehl dazu. Also das ist echt. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass die Klumpen eben weggehen. Das ist für den Trizeps. Gut. Ihr seid kurz Cola-Fans, ja. Nicht so, oder? Ich bin eher so Team Pepsi. Ja, Pepsi schmeckt Pepsi Max. Pepsi Max. Ja, jetzt sieht schon smooth aus. Ja. Ja, ich erkläre mal, wie die Konsistenz sein wird, wenn man es so zieht. Ja, nicht zu flüssig, aber da könnte jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Wasser rein. Okay. Was es schmeckt. So sollte eben dann ausschauen, dass der ziemlich. Also, er sollte schon. Genau, was wir noch machen können, ist die Zwiebel mal schneiden. Damit würdest du sagen, ich soll die Zwiebel schneiden, oder? Okay, dann machen wir das mal. Okay, Zwiebeln sind geschnitten von mir. Mehr oder weniger schön. Das sind die Zwiebeln geschnitten von Vanessa und da kommt das Mehl dazu. Das werden die Röstzwiebeln, nehme ich an. Genau, das Nockerlbrett. Das Nockerlbrett. Das kommt auf den Kochtopf. Dann kommt praktisch die Kässpätzle-Masse, die Masse oben drauf, der Spätzle und dann läuft das da durch. Genau, mit der Reibe. Okay. Passt. Geben den da drauf. Genau, und dann reiben wir die da einfach mal durch. So, im Wasser sind dann die Spätzle und die kochen 1-2 Löffel einfach. Und dann einfach. Genau, einfach reiben bis hier. Schon professionell aus. Voll. Spätzle-Profi. Ja. Und wenn der Teig eben gut gelungen ist, sieht man eben, dass nichts hängen bleibt und sie einfach durchrutschen. Genau. Und da sieht man eben, wenn die oben schwimmen, sind sie fertig. Und was ist mit der Pfanne passiert? So war es nicht gemeint, du kannst sie gerne verwenden. Okay. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist Schnittlauch schneiden. Das mache ich. Ganz dünne, kleine Stücke. Okay, das ist Butter, das ist Öl, oder? Genau, das ist Öl für die Röstchen. Was ich gespielt habe, ist Bergkäse, weil er würziger ist. Ganz wenig Gemüsebrühe für den Geschmack. Ein bisschen. Was ist eigentlich Salz, Pfeffer? Kann man dazu noch geben? Herrlich. Schön von unten mit viel Saft. Was?
10 von 10, würde ich sagen. Hammer. Zweiter Gang. Käsige Käsespätzle mit Röstzwiebeln, Schnittlauch. Hammer. Und wenn man halt große Mengen kocht, dauert es halt immer länger. Aber sonst geht's echt schnell. Na gut. Ja, das werde ich jetzt öfter selber machen. Da hast du mich jetzt auf jeden Fall gut geinfluenced. Voll, das ist nämlich echt nicht so schwer. Oh, wo spielst du Fußball? Professionell oder? Ja, in Altmarkt in der Bundesliga. Österreichische Bundesliga? Genau, Frauen. Erste Bundesliga? Ja. Stabil? Ja. Also bist du ein Star, oder? Nein, gar nicht. Kennt man dich so auch als Fußballer? Nein, gar nicht. Also du bist Profi, oder? Nein. Profifußballerin? Doch, gibt's doch. Ja, das ist eben nicht, zum Beispiel nicht ein typisches Essen, was ich vorm Training-Match essen würde. Aber das ist halt was, was mir gut schmeckt. Ich glaube, das sollte man auch nicht vorm Training essen. Nein. Auf gar keinen Fall. Okay, was isst du dann vor dem Training? Eine Kohlenhydratquelle, Nudeln, Reis oder irgendwelche Teigwaren. Ja, genau. Also habe ich auch schon gegessen, halt ohne Käse. Mhm. Also einfach eine Beilage, Teigwaren. Okay, weiter geht's. Yes. Also das ist jetzt der Teig, der aufgegangene. Den habe ich eben schon vorbereitet. Und das ist ein Brioche-Teig. Brioche-Teig eigentlich, ja. Ich kann den Teig auch gerne kosten. Machen wir auch immer. Ja, gib mal ein Stück. Mhm. Tja. Okay. Das ist einfach ein normaler. Ja, mega lecker. Ähnlich wie du den gemacht hast, oder? Für deine für die Buns. Mhm. Das wird jetzt mal Pfeffer. Und da kommt der Zucker rein. Zucker zur Butter. Genau. Und eben. So, dann nehmen wir schon ab, dass es auch halbwegs gut schmeckt. Dann müssen wir halt ein bisschen. Schön viel Zimt. Genau. Schon fast fertig. Den restlichen Zucker. Sieht dann hier eigentlich schön die Fülle. Ja. Das ist dann unser extra Stück. Und das sind dann die Zimtscheiben. Die gehen dann noch so ein bisschen auf, oder? Genau, aber jetzt haben sie halt genug Platz noch aufzugehen. Ich habe jetzt mal 200. Der Umluft, oder? Genau, Umluft. Ja. Jetzt schaue ich das mal rein, ob das passt. Okay, und jetzt heißt es warten. Genau. Und Teig naschen. Ja. Ziemlich hohe. Genau, das sind jetzt ziemlich große Zimtschnecken. Sonst kann man sie auch viel dünner schneiden und die vollfüllen, die Form. Aber das sind halt jetzt großes Gut, große. Oder? Frischkäse und Zuckerglasur, das habe ich auch noch nie gehört. Genau so müssen die sein. Half-baked. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ja, das sagt schon alles, oder? Genau, Prost. Prost. Boah. Ist gut? Ist drin weich. So, schaut, Freunde, was sagt ihr dazu? Das ist Teigigkeit, oder? Ich bin nervös. Boah. Wahnsinn. So lecker. Die wird einfach zu einem so einem Matsch. Ja, voll. Dazu muss man nichts mehr sagen, oder? Kannst du gerne welche mitnehmen, gell? Die kannst du für 10 Euro pro Stück verkaufen, glaube ich. Halt. Noch nicht zu wenig Fülle. Und dann nochmal danke an Vanessa und danke für deine Hilfe. Ja, gerne.
Ja, das war's, Freunde. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Schreibt mir, wenn ihr mitmachen wollt. Ganz wichtig. Drückt auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns bald wieder. Peace. Ciao.